Habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel eine Bank hochzustellen? Oder ihr habt einen Reverse Hyper, aber ihr wollt auf jeden Fall es ohne Gewicht machen, könnt ihr das auf jeden Fall tun. Und dadurch habt ihr natürlich viel ganz andere Möglichkeiten, euch auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren. Weil ihr habt nicht mehr die Schwungmasse, die unten ist, und dadurch natürlich das Beschleunigen und Abbremsen müsst. Also ihr könnt euch zum Beispiel da noch ein bisschen mehr auf die Gesäßmuskulatur konzentrieren, wenn ihr das habt oder macht. Wieder festhalten, stabil bleiben in der Überstreckung, ja. Und dann zwei beide Beine hoch, Po anspannen. Oder ein Bein bleibt unten. Diese Übung ist definitiv nicht zu unterschätzen, gerade wenn es um die Gesäßentwicklung geht. Könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ihr könnt auch mit einem Partner arbeiten, der zum Beispiel euer Bein runterdrückt und dann ihr ein bisschen gegenarbeitet, falls ihr wirklich einen konstanten Druck haben wollt. Ihr könnt da kleine auch Gewichtsmanschetten an die Füße bringen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Übung für ein Gesäß. Ich würde da erstmal nicht zu viel Gewicht machen, ja, weil ihr wollt ja nicht mit Schwung arbeiten, sondern wirklich mit eurer Kraft.